Ja, weiter geht's heute mit Bremen und wir machen heute weiter. Los geht's. Also, wieder, heute ist Werder Bremen der nächste Gegner, das ist klar. Und da wollen wir dann natürlich weiterkommen. Dann kommt Turin. Zum Rückspiel, weil da haben wir ja auch das Hinspiel noch gewonnen. So. Achso, ich muss ja noch einen Wechsel ziehen. Baku rein. Da geht's los. In Bremen. Auf geht's. So, dauert einen kleinen Moment, bis der jetzt hier fertig ist mit dem Laden. Jetzt geht's los. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Weserstadion. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Ja, der kann am Ball natürlich alles. Das ist sensationell. Oder vieles, einfach mal so. Im Pokal sind wir hier weitergekommen mit dem 4-0. Jetzt treffen wir in der Liga auf sie und natürlich wollen wir dann auch. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Da wollen wir natürlich weiterkommen. Mit Kalajdzic heute in der Startformation, das ist außergewöhnlich, aber es funktioniert. Mal gucken, was funktioniert. Im letzten Spiel hat es funktioniert. Joel Linton. Mal gucken, dass auch wieder so ein krummes Ding wird. Letzte beiden Spiele, 6-2 in Mönchengladbach, 7-1 gegen VfL Wolfsburg. Jetzt heißt es Werder Bremen, der nächste Gegner, und da wollen wir natürlich weiterkommen. Und dann heißt es morgen in der Folge gegen Juventus so Turin. Okay, dann Meisterfeier noch nicht. Das momentan statt jetzt mindestens früh zusammen. 32. Spieltag, das ist jetzt wieder 26, also abwarten. Eggestein, genau das meine ich halt. Bisschen zu. Oh, ist das bitter. Genau das meine ich. Da reden sie schon von der Meisterfeier und alles um und dran. Und ich poste für das einfach für die Gäste, für die Bremer. Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage und dann macht er das perfekt. Er ja, kurz ins kurze Eck, Eggestein. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Und damit naja, alles gut. Ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gut, ja! Im Mittelfeld erobert. Bisschen zu. Ist zu schwach der Zusatz zu Spiel. Gabriel. Der Ball kommt hoch rein. Ja, geht gut dazwischen. Schöne Aktion. Hazard. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Dafür ist er halt wie gesagt da. Jetzt macht er aber auch das den Treffer auf seiner linken Seite. Immer wieder mit dem rechten Fuß. Das glaube ich jetzt das Gefühl. Fünfte oder sechste, was er genau so macht. Lässt den Verteidiger dort ohne Probleme stehen. Ja. Kommt nicht in den Zweikampf oder da haut auf den hinten ins lange Eck. Absolut, Wolf, das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen.
1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Nummer 7, Eden Hazard. Klärt in Zeiten aus, wird natürlich auch gut gemacht. Gleiches bei Zoe war's. Ja, heute eigentlich ein bisschen Moral holen und im nächsten Spiel dann. Die Führung werden. Ja, die Bremer. Also, es ist genau wie in Hamburg. Es ist genau wie damals im Pokal. Da haben wir nämlich eigentlich mit 4-3 nach Pokal, 5-3 im Pokal gewonnen. Da sind die Bremer auch mit 3-mal in Führung gegangen. Jetzt führen sie schon das zweite Mal. Traoré. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Jetzt liegt Schalke 04 hinten. Wieder hinten. Hazard. Hazard jetzt mit viel Zug zum Tor. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da geht er dazwischen. Zu einfach gegen Traoré. Den hat er eben schon ausgewackelt und er macht dann im Gegenzug nachher das Tor. Gut geklärt, aber Einwurf. Pedro Mendes. Wieder über die Außenbahn. Wieder über diese linke Schalker Seite. Jetzt muss Arnold damit in die Lücke. Zu einfach, Pfosten! Und hätte der Neuer jetzt nicht gerade so eine klasse Parade gezeigt, wäre das jetzt 3-1 für die Bremer gewesen. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Traoré. Nein, alles gut. Durchaus gefährlich aus. Paulinho. Hazard. Jede Menge Platz gegen Davies, den Innenverteidiger. Ist das der Ausgleich? Oh, da fällt das Tor. Da fährt mich in 35.22 in Hazard auch wieder das gleiche Spiel wie beim Tor zum 1:1 mit dem Ball über links rein in die Strafraum, rechter Fuß oben in den Winkel, passt wie als Ribéry und Robben. Jetzt heute Eden Hazard. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal an. Die kriegen es nicht in den Griff und es ist nicht, wie gesagt, das erste Mal, dass er genau sowas probiert. Mittlerweile funktioniert das Ganze. Das war so ein wichtiges Tor. Da freut er sich. Hallo, hallo, der Ausgleich 2-2. Tor Nummer 9 für Eden Hazard. Und in diesem Tor ist das Spiel auch. Wenn er so weitermacht, kriegt er nochmal einen in die Torjägerkanone. Wie gesagt, 9 hat er jetzt. Also langsam kommt er ja auch an. Ne? Also, erstmal Bremen wieder direkt auf dem Weg vielleicht sogar zum dritten. Hazard gegen Mendes. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. So, Paulinho. Ab die Spitze auf Karl Leitschisch, der aber nicht reinkommt. Da sehen wir die Zahl. Wieder Hazard. Minute wird nachgespielt. Jetzt vielleicht die Flanke. Hazard. Vom Verteidiger, blockt die Flanke ab. Hazard. Der Vorschuss von Hazard. Nein, diesmal nicht. Diesmal ist er ein bisschen sind so standhafter geblieben. Also 2-2 nur. Gut drauf. Jeweils zwei Treffer in der ersten Hälfte. Kann sich sehen lassen. Also zwei Torschüsse haben wir gehabt. Die Bremer haben ein bisschen mehr gehabt. Und deswegen steht es trotzdem 2-2. So, weil halt er zweimal seinen rechten Fuß ausgepackt hat. Hazard. Platz ist da, aber ein Bremer Fuß auch. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch. Offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Jetzt gibt's Einwurf. Sie kommen jetzt über außen. Baku, Agustinsson. Mittlerweile weiß sie, wie er verpackt. Und jetzt zu einfach, den Ball zu verlieren. Jetzt kommt die Schalke mit Paulinho, der über Tempo geht. Davies kommt erstmal nicht wirklich hinterher.
Und so passt es dann. 22. Saisontor, 56. Minute. Schalke führt zum ersten Mal. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schalke 04 liegt in Führung. Zum ersten Mal heute. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Julian, ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Neuer. Neuer Held, war noch im Spiel. Er holt sich vor. Ah, ich dachte, der kommt durch da vorne. Baku, wo kann denn passiert sich, und das ist das 3:3 in Bremer. 18. 18. So, nochmal die Wiederholung, die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da, da geht's ganz, ganz schnell. So ein behinderter scheiß Ballverlust da hinten drin. Jedes Mal versaue ich mir so die ganze Aufgabe. Souverän, er hat den Ball. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Alfredo Morales, der gerade eben das Tor gemacht hat. Wieder gegen Baku. Und das ist nicht das 3:4, sondern der 4:3 für den Bremer. Eigentlich alles, es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Arnold. Und Ballverlust. Ach Mann. Ein Bremer Fuß mit drin in dem Ball. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Und diese wieder Augustinsson. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Und das ist Manuel Neuer. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee, danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Joelinton. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Gute Aktion. Ballverlust. Eigentlich trifft er den gut. Doch. Einige Meter am Tor vorbei. Gleich wird hier ausgewechselt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Richter. Das könnte gefährlich sein. Geht heute ein bisschen unter. Aber nicht schlimm. Den Ball gerade noch ab. Jetzt könnte er den Ball. Paulinho. Momentan zu einfach gerade alles. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Und jetzt gibt es Einwurf. Meite. Kurz vor dem Ende heißt es hier 3:3. Schauen wir mal schnell aufs nächste Spiel. Der nächste Gegner von Werder Bremen heißt... Ja, so, hinter, der kann da ohne Probleme mal durchlaufen. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Hazard! Ey, Quatsch, Hazard! Kölnitz, Entschuldigung! Gute Aktion jetzt. Das könnte es sein! Und das ganz spät in diesem Spiel. Alter! 3:4, Zaza, Kölnitz. Perfekt auf. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war wow, was ein Match, Alter. Was ein Match, ey. Für die Bremer zweimal bis zum 2:1. Die drehen die Partie auf 3:4. Ja, wow. So, Dreifachwechsel jetzt bei uns. So, kommt die Bremer nach. Oder ist es das Ende? Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier
zurückzukommen. Es ist das Ende. Zwei Minuten noch. Das macht er gut. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Hab ich. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Wow, das kann nicht sein! Schmied! Und das ist der Ausgleich! Wahnsinn! Und das so spät in diesem Spiel! Zeigt, wie dieses Tor entstanden ist. Oh Mann, Leute, ich versau's mir doch noch am Ende. Also das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Baku. Hat die Konzentration gefehlt. Komplettes Ding aber von Riedle Baku, der dieses Tor. Das Tor hat sich komplett versaut hat. Burkhardt vielleicht nochmal. Ecke, oder? Ja. Boah, gibt's da so die Ecke und schaffen die Schalker diesen 4 zu 5 Treffer nochmal. Das war's! Burkhardt hatte die allerletzte Chance in der letzten Minute nochmal. Tja, es ist also ein Remis geworden. 4-4, Alter. Oh Mann, Alter. Das Ergebnis vom Spielverlauf her vollkommen in Ordnung. Ach Mann! Ärgere mich gerade. Ein, zwei Worte zu Eden Hazard heute. Boah, er hier mit einem Doppelpack. Aber für den Sieg hat es trotzdem nicht gereicht. Sie müssen sich mit einem Unentschieden begnügen. Von ihm war es natürlich eine klasse Leistung. Tut gerade weh. Es ist gerade irgendwie nicht zu sagen. Ich weiß es nicht. Weil ich es mir vor allem selbst zusammen irgendwo selber ein bisschen zuzuschreiben habe. Weil es ist halt das Ende dann am Ende. Diese blöde Ballverlust davon. Eigentlich total umgekehrt. Haut das Ding weit weg, ist das Ding durch. Gut, dann machen wir Feierabend. Wir sitzen in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter gegen Juve.